lässt ihr zu viele Möglichkeiten in dieser Phase. Also zumindest einen dieser beiden Volleys muss sie direkt spielen. Das war der schwerere. Und da zeigt sich, dass Conchita Martinez eigentlich ganz flott auf den Beinen ist, wenn sie es nur will. Kommt zurück nach zwei Spielbällen für Andrea Glass. Vorteil Glass. Und nochmal ein Bravo von der Trainerbank für Andrea Glass. Sie beißt sich durch hier in diesem zweiten Satz. Wichtig, dieses Spiel zum 1:2. Und wir hören mal nach, was Markus Schneider zu sagen hat. Der ist normalerweise immer recht nervös. Jetzt ist er auch noch ein bisschen unzufrieden, Markus. Mit was sind Sie unzufrieden? Ja, ich habe eben ihr nur versucht anzudeuten, dass sie sich ein bisschen aufrappeln soll. Sie hat ja den ersten Satz gewonnen. Und macht mir jetzt ein bisschen den Eindruck, als ist sie irgendwie niedergeschlagen oder müde. Und muss halt sehen, dass sie versucht, sich nochmal reinzuhängen. Und ich denke mal, sie hat den ersten Satz gewonnen, hat jetzt wirklich die Chance, das Spiel zu gewinnen. Muss halt sehen, dass sie ihre Chancen nutzt, wie eben zum Beispiel bei 40-0. Muss sie zwei, dreimal ein bisschen mehr an die Bälle rangehen und dann hat sie eigentlich das Spiel relativ leicht gewonnen. Jetzt hat sie sich selbst schwer gemacht und wie gesagt, ist ein bisschen zögerlich. Und da versucht man natürlich von draußen ihr noch mal ein bisschen Kick zu geben. Ja. Kann das auch sein, dass die Fed Cup-Strapazen jetzt schon ein bisschen zu spüren sind? Ja, ich denke schon. Ich meine, die Matches waren alle in zwei Sätzen, die Einzelmatches. Und hätte auch schlimmer sein können. Aber sie hat vorher halt, wie gesagt, nicht so viel trainiert vor dem Fed Cup, war verletzt und deswegen, denke ich mal, lässt jetzt schon ein bisschen die Kraft nach, ja, und auch die Konzentration logischerweise. Dankeschön. Wollen wir hoffen, dass es trotzdem ein gutes Ende nimmt. Mit Andrea Glass in dieser Partie gegen Conchita Martinez 2:1 für die Spanierin, die nun aufschlägt. Let's first. Up.
Iceland Juice. Das ist der Jubel auf der Trainerbank und die Freude darüber, dass Andrea Glass natürlich im Moment wieder mehr versucht, aber sie wirkt trotzdem ein wenig müder als im ersten Satz dieser Partie. Vorteil Glass. Also der Ballwurf bei Conchita Martinez, der schwankt immer zwischen zwei Kopfhöhen über dem eigenen oder direkt am rechten Ohr vorbeigeschlagen. Sie schlägt ohnehin sehr, sehr schnell aus der Hand auf. Ganz anders als beispielsweise Steffi Graf, die den Ball immer hoch wirft, aber jetzt wird so niedrig, dass sie oft die Netzkante streift. Den würde ich mir auch noch mal angucken. Hörte sich zumindest so an, als wäre er auf der Linie gewesen, dieser Ball. Anne Rasmussen will sich das auch mal näher anschauen. Hoffentlich findet sie den Abdruck. Und den gibt sie aus. Da haben wir ihn noch mal. Und da sieht er wirklich aus auf. Und er war auf der Linie, aber auf der, die nicht zum Aufschlagfeld gehört. Und deshalb hat Andrea Glass sicherlich auch dieses typische Liniengeräusch im Ohr gehabt. Vorteil Martinez. Game, 3:1 die Führung für Conchita Martinez und ein bisschen müde wirkt sie, die Andrea Glass, die in diesem ersten Satz so bravourös aufgespielt hat, viel, viel Druck gemacht hat. Jetzt wirkt sie passiv und ein bisschen müde. Das ist immer ein Problem bei ihr, die ohnehin nicht viel trainiert, manchmal nur 40 Minuten, so wie in der Woche vor dem Fed Cup in der vergangenen Woche. Und das lässt natürlich auch nichts Gutes hoffen, falls diese Partie hier in den dritten Satz gehen sollte, dann hätte Conchita Martinez wohl gute Karten, ins Viertelfinale am Hamburger Roten Baum einzuziehen. Aber soweit ist es noch nicht. 0:15, Love 15. Danke.
40-30, 40-30. Spiel, Game, Glas. Andrea Glas kämpft in dieser Partie gegen Conchita Martinez, verkürzt auf 2-3. Und es ist immer schwer zu sagen, woran ein solch kleiner Einbruch bei ihr liegt. Hat sie eine Verletzung, die sie oft verschweigt, selbst ihren Trainern, zum Beispiel bei den Australian Open in der dritten Runde. Vielleicht erinnern sich ein paar Tennisfans an dieses unglaubliche Match gegen Anna Kournikova. Da glaubten viele schon wieder, sie scheitert an ihrer Psyche, die Andrea Glas. Völlig verkrampft, und nachher stellte sich raus, sie hatte eine Verhärtung im Oberschenkel. Das hat sie dann aber erst nachher gestanden. Also, man weiß nie so richtig, woran man bei ihr ist. Auch ihre Trainer verzweifeln ab und an. Das noch einmal eine Studie. Sie kann's. Wenn sie völlig locker und frei spielt, dann hat sie jeden Schlag drauf. Und dann kann sie auch eine Conchita Martinez hier und heute schlagen. Wir sind bei den Damen und erleben ein zumindest in dieser Phase spannendes Spiel. Und denken an die Herren, die in der nächsten Woche hier aufschlagen. Live aus Hamburg, das ATP-Turnier am Roten Baum. Am Start die Elite des internationalen Herrentennis und Deutschlands Youngster Tommy Haas. Ab Montag live im Ersten. Und darauf freuen wir uns natürlich auch, ganz besonders auf Tommy Haas, der im Moment noch in München seiner Arbeit nachgeht. Hier am Hamburger Roten Baum steht es 3-2 für Conchita Martinez im zweiten Satz. Sie schlägt selbst auf. Ein Break wäre nicht schlecht für Andrea Glas. Hat. 0-15, Love 15. Ladies and gentlemen, as a courtesy to the players, please remain quiet during play. Erinnerung von Stuhlschiedsrichterin Anne Rasmussen, natürlich an die Zuschauer, ruhig zu bleiben, auch während solch langer und spannender Ballwechsel. Auf der Linie, genau im Eck. 30 beide, Sergio. Und sie regt sich im Moment ein bisschen darüber auf, dass die Bälle nicht alle auf ihrer Seite, auf der Aufschlagseite sind. Conchita Martinez hätte gerne eine größere Auswahl und nicht nur zwei. Da ist sie, die Chance, die Andrea Glas in diesem zweiten Satz braucht. Jetzt braucht sie Ruhe und Geduld, um diesen Punkt zu machen.
So zum Beispiel. Drei beide in diesem zweiten Satz und dieses Risiko muss sie gehen. Wenn die Bälle von Conchita Martinez zu kurz sind bis zur T-Linie, dann muss sie die Chance wahrnehmen, mit der starken Vorhand zum direkten Punktgewinn zu kommen. Drei beide im zweiten Satz. Ein Ass hat sie gedacht hinterher. Anne Rasmussen sagt, das Netz war dazwischen. Fünfzehn beide, 15-0. Genau auf der Linie. Und der Ball ist im Aus nach einem 1:3 Rückstand, eine 4:3 Führung für Andrea Glas. Und vielleicht ist diese Partie hier und heute auch der letzte Beweis dafür, dass die 22-Jährige aus Darmstadt nun wirklich kein Problem mehr hat mit dem Kopf beim Tennisspielen. Ich erwähnte vorhin das Spiel gegen Anna Kournikova bei den Australian Open in Melbourne, das Doppelfehler-Festival, als viele schon wieder sagten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sie hat alle Möglichkeiten, kann spielen wie die Weltmeisterin, nur im Kopf, da klappt es nicht. Auch Markus Schur hat das damals gesagt, er hat gesagt, da wird mir Angst und Bange, da haben wir ihn, den Fed Cup-Kapitän. Für den Fed Cup in Hamburg sagte er damals, wir können ja schließlich nicht auf Platz 8 spielen, wo sie keiner sieht und wo sie keinen Druck hat. Dem Druck hat sie standgehalten in der vergangenen Woche gegen Japan. Und dieser Markus Schur hat im Übrigen, wo wir ihn gerade gesehen haben, übermorgen ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Er spielt nämlich in der Jungsenioren-Bundesliga als Nummer 3 des TV Nassau gegen den Meisterschaftsfavoriten HEMA. Wichtiges Spiel für ihn, der nämlich sonst eigentlich gar keine Matches mehr spielt. Da muss er sich beweisen. Wahrscheinlich gegen
Stefan Eriksson, manche werden den noch kennen, oder aber gegen Michael Pernfors, den kennen noch ein paar mehr. Ja, die Kollegen tummeln sich also in der Jungsenioren-Bundesliga. Wir kommen zurück zu diesem Spiel. 6:4, 4:3 die Führung für Andrea Glass, die Weltranglisten 63. nach 1:17 gegen Conchita Martinez. Es wäre ein richtig guter Sieg für die junge Deutsche gegen Conchita Martinez. What? 30-15, 30-15. Wir beide vor Game Zone. Ein bisschen zu passiv im Moment wieder Andrea Glass mit 2-3 unnötigen Fehlern. Und so gewinnt Conchita Martinez ihre Aufschlagspiele ganz locker. 4-4 die entscheidende Phase im zweiten. Danke. Eine ganz schwierige Situation für Andrea Glass. Im Ball zuvor, da haben wir ihn noch mal etwas zu unentschlossen. Davor, da hätte sie den Sack zumachen müssen. Jetzt Breakball gegen sie.
Und auf jeden Fall wird diese Vorhand heute die Partie entscheiden. Entweder produziert Andrea Glas zu viele Fehler mit diesem Schlag oder sie gewinnt direkte Punkte. Einstand, Juice. Ein bisschen ungläubig, der Blick zuerst auf die Linie und dann zu Markus Schneider, ihrem Trainer. Der war drauf, auch wenn Andrea Glas es kaum glauben kann. Denn im Moment dreht Conchita Martinez ein bisschen auf und gibt zwischendurch auch mal richtig Gas. Spiel, Game, Martinez. Ich habe es gesagt, diese Vorhand wird diese Partie womöglich entscheiden am heutigen Tag. 5:4, 5:4. Zumindest dieses Spiel gerade zum 5:4 für Conchita Martinez hat sie entschieden. Und sie ist nicht zufrieden. Der Dialog zwischen Trainerbank und ihr, der vielleicht auch nicht ganz einfach ist. Wem hört sie überhaupt zu? Markus Schneider, Markus Schur oder vielleicht sogar Gerald Marzenell? Das spielt alles keine Rolle. Jetzt geht sie in sich und muss versuchen, ruhig zu bleiben. Sie war auf einem ganz guten Weg schon in Amerika bei den Turnieren. In Hilton Head im Viertelfinale wieder eine Verletzung, eine Oberschenkelverhärtung am anderen Bein. Hat sie wieder zurückgeworfen. Sie musste aufgeben im Viertelfinale gegen Anna Kournikova. Hat 2 Wochen lang zusammen mit Markus Schneider trainiert im Tenniscamp von Nick Bollettieri, dem großen Tennisguru in Bradenton in Florida. Das hat sie weit nach vorne gebracht. Time. Aber ab und an, da wird man aus ihr halt nicht schlau. Da weiß man nicht, ist sie jetzt müde, braucht sie weniger Training, braucht sie mehr, braucht sie eine Turnierpause? Ist sie gut drauf? Wie geht's der Andrea Glas? Jetzt in dieser Situation 4:5 liegt sie zurück. Aufschlag Conchita Martinez, die steht schon wieder auf dem Platz. Jetzt auch die Deutsche. Ein sehr entscheidendes Spiel jetzt, denn im dritten Satz, da wird es ganz schwer für die 22-Jährige. Law 15.
15 beide, 15 all. Classic 50, 30, 50. Classic beide, 30 old. Knapp anderthalb Stunden gespielt. Es ist nicht richtig hochklassig, was die beiden Damen da unten im Moment spielen, aber richtig spannend ist es auf jeden Fall. Und sie zittert ein wenig, die Andrea Glas. Das haben wir gerade gesehen bei diesen drei Überkopfchancen, die sie allesamt nicht nutzen konnte. Und dann glücklich war, dass der Ball, der vierte von Conchita Martinez, seitlich ins Austrudelte. Spielball zum möglichen 5:5. Da wird ihr ein klitzekleines Steinchen vom Herzen fallen. 5:5, sie gleicht aus. Conchita Martinez warf da einen verächtlichen Blick Richtung Zuschauertribüne hoch. Sie fühlte sich wohl ein wenig gestört, aber da kommt meist eins zum anderen. Wenn man gut spielt, dann hört man die Zuschauer nicht auf der Tribüne. Da können die, wie bei den US Open in New York, Krach machen, wie sie wollen. Wenn man in the zone spielt, wie die Amerikaner sagen, dann schließt man alles andere aus. 5:5 im zweiten Satz. Und in the zone sollte jetzt auch Andrea Glas wieder sein. Ruhig und bestimmt ihre Chance nutzen. Sehr schön gespielt. Und sie versucht natürlich alles, Conchita Martinez. Die variiert jetzt wirklich bei jedem Ballwechsel. Hoch, überrissen, unterschnitten und solche Stops natürlich auch. Sie will Andrea Glas rausbringen aus dem Spiel. Sie zwingen, unmögliche Bälle zu spielen. Gerade hat sie einen möglichen gespielt. Sehen beide, 15 Uhr. Ein bisschen seltsam im Moment, die Devise, wer Aufschlag hat, verliert.
Beide mit Problemen beim eigenen Service. Zwei Möglichkeiten jetzt wieder für Conchita Martinez. Ballwurf zu schnell, zu hektisch bei Andrea Glass. Nimmt ihn schon im Aufsteigen. Jetzt ruhiger. Und der geht auch noch raus. Spiel, Game, Martinez. Sie ist nicht ruhig, da geht eine ganze Menge in ihr vor. Martinez führt 6 zu 5. Holt auf von 1 zu 3 auf 4 zu 3. Holt ein 4 zu 5 auf oder besser gesagt gleicht es aus zum 5 zu 5 und gibt dann ihren Aufschlag so ab. Also das ist auch innerlich sicherlich im Moment für sie eine Berg- und Talfahrt. Vielleicht spielt ja auch eine große Rolle. Sie ist die letzte Deutsche in diesem wichtigen deutschen Turnier hier am Hamburger Roten Baum. Sie hat die Chance mal die volle Aufmerksamkeit zu bekommen der deutschen Tennisöffentlichkeit. Da natürlich Anke Huber und Steffi Graf beide nicht vertreten sind. Beide Probleme mit den Füßen haben und beide vielleicht erst wieder in Berlin in zwei Wochen bei den German Open antreten werden. Und für sie ist es damit die ganz große Chance, als viertbeste Deutsche hinter Graf, Huber und Barbara Rittner zu zeigen, was sie drauf hat. Sie hat sich natürlich gefreut, hier auf dem Center Court zu spielen. Und nach dem Fed Cup am vergangenen Wochenende eine weitere Glanztat zu vollbringen. Sie hat's drauf, das hat sie im ersten Satz gezeigt. Spielerisch auf jeden Fall. Die Frage ist, reichen die Kräfte? Punkt 1, das wäre die Geschichte für einen möglichen dritten Satz. Und reicht die Ruhe, die sie braucht jetzt bei einem 5 zu 6 Rückstand und dem Aufschlag bei Conchita Martinez? Die kennt diese Situation, die hat viele große Matches gespielt. Und die wird ja sicherlich ganz ruhig bleiben. Und wir haben es gesehen, die versteht es wie keine andere, das Spiel zu mischen. Und das ist ganz, ganz schwer zu machen für Andrea Glass. Jetzt muss er aber erstmal gut aufschlagen, um diesen Satz für sich zu entscheiden. Es ist ein Geduldsspiel für Andrea Glass, gar keine Frage, der gute Harold Solomon. Manche werden sich erinnern, der würde eine helle Freude haben, wenn er dieses Spiel hier sieht. Der hat die Bälle auch schön 15 Meter übers Netz geschaufelt und seine Gegner zur Verzweiflung getrieben. Sie spielt es richtig gut und richtig clever in dieser Phase, die Conchita Martinez. 40, 50, 40, 15. Und natürlich steigt auch der Frustfaktor bei Andrea Glass, die natürlich weiß, was sie versuchen muss. Sie weiß, sie muss Conchita Martinez beschäftigen,
Druck ausüben. Und dann spielt die Spanierin doch mit ihr, so wie in diesem Ballwechsel vorhin. Satzball Conchita Martinez. Den ersten hat sie ganz kühl abgewehrt. Und das die Faust von Markus Schneider. Ja, sagt er, mit dem Handgelenk dem Ball Drall geben, Gas geben, Druck ausüben auf Conchita Martinez. Die hat aber noch einen Satzball. Jetzt muss sie vorkommen. Und der ist im Aus. Alles richtig gemacht, aber dann gezittert beim Volley. Und so bitter ist Tennis. Eine Stunde 38 Minuten gespielt. Andrea Glas ohne Frage. Die, die hier ein richtig schönes und überzeugendes Tennis gespielt hat. Aber die routiniertere Spielerin und die cleverere, die steht auf der anderen Seite. Heißt Conchita Martinez, hat ausgeglichen nach Sätzen. Und ist jetzt für mich die Favoritin in diesem dritten Satz. Nehmen Sie bitte schnell Platz, danke. Danke. Zuschauer wandern ab, das stört die Spielerin natürlich, nicht ganz fair. Denn man könnte auch nach dem 1:0 im dritten Satz zum Bierstand wandern. What? 15 beide, 15-0. What? 15-40, 15-40. Spiel, Game Martinez. Erstes Spiel, letzter Satz. First Game, Final Set. Es ist ein ganz, ganz langer Weg für Tennisprofis in die ersten 50 und dann vielleicht unter die ersten 30 der Welt. Und ein Stück dieses langen Weges, den erleben wir hier und heute auf dem Center Court am Hamburger Roten Baum mit. Sie ist ihn gegangen, Conchita Martinez. Sie hat sich über Jahre hochgearbeitet, hat in Wimbledon gewonnen, stand unzählige Male in Finals, hat 30 Titel gesammelt und Andrea Glas, die möchte das alles vielleicht mal schaffen. Und auch dazu gehören Matches wie dieses hier, das wir heute erleben. Ein ganz, ganz toller erster Satz für die Deutsche, die Nummer 63 der Welt. Und da dachte sie vielleicht schon an ihre Möglichkeiten in diesem Spiel gegen eine Conchita Martinez, die bis dahin viele, viele Fehler machte.
und die sich aber in diese Begegnung hier hineingespielt hat und jetzt variiert, alles versucht und sie hat sie zeitweise auch rausgebracht, die Andrea Glass, und auch das ein Resultat des 0:1 Rückstandes in diesem dritten Satz. Und ich möchte da nicht als Buhmann gelten, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass Conchita Martinez für mich jetzt die Favoritin in diesem dritten Satz ist. Das ist halt das Bittere in diesem Sport, dass man bis zum Ende der oder die Bessere sein muss und sich ein Spiel wirklich innerhalb von ein, zwei Minuten drehen kann. Vor allen Dingen, wenn dann die körperliche Komponente noch hinzukommt. Man ist frustriert, der Körper wird müde und dann lässt auch die Konzentration nach. Sie wird noch viele solche Matches bestreiten, die Andrea Glass. Und trotzdem wird sie versuchen, jetzt und hier bei diesem wichtigen deutschen Turnier drin zu bleiben. 0:1 liegt sie zurück. Let's fesse. Und der Ball sagt eigentlich alles, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Und während wir hier den vielleicht längsten Ballwechsel der letzten paar Minuten sehen, meine Damen und Herren, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass wir diese Begegnung nicht bis zum Ende miterleben werden können. Ich verweise Sie auf die Tagesschau um 17 Uhr. Da werden Sie das Ergebnis erfahren in dieser Begegnung. Eine ist schon zu Ende. Arantxa Sánchez Vicario hat gegen ihre Landsfrau Maria Sánchez Lorenzo mit 6:3 und 6:0 gewonnen. Also sie im Viertelfinale. Wer von diesen beiden hier das Viertelfinale erreicht, wie gesagt, in der Tagesschau. Wir sehen und hören uns morgen ab 14:03 wieder.